ist mit meiner Antwort? Ja, solange es Louis falsch ist, ist es auch so. Also, der Cockatrice ist übrigens ein sehr ähnliches Wesen. Das ist nämlich auch ein Halb-Schlange-Halb-Hahn-Wesen. Ja, das hört man ja schon beim Namen. Ja. Der Unterschied zum Basilisken ist zum Beispiel, dass der Basilisk im Allgemeinen keine Flügel hat, der Cockatrice aber schon. Warum habe ich mich eigentlich von euch verleiden lassen? Der Tuhul ist ein Fabelwesen, was einem Adler oder einem Falken ähnelt. Und das hat dich glauben genommen, ne? Ja. Okay. Das ist somit auch gut. Nächstes gewesen wäre der Hippokamp. Das ist nämlich ein Pferd-Fischwesen. Ah, okay. Der haben wir wahrscheinlich für den Jugendreifen. Das ist ja dieser Adler da. Ja. Schade. Mein Instinkt hat mir gesagt Hippokamp. Und ich so, ja, nee, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Moment. Ja, ich hätte halt geholfen, wenn ich mehr als einen davon wirklich kannte, ne? Ja. Und ich war mir da eigentlich sehr sicher, weil ich gedacht habe, so, okay, Schlange. Schlange ist kein Vogel, also Schlange. Ja. Harry Potter. Also, ich denke, mir gesagt, ja, nimm Hippokamp. Aber nö, ich habe auch. Ich meine nämlich aber auch schon mal gehört zu haben, dass der Basilisk irgendwas ein Mischwesen mit einem Vogelvieh ist. Und deswegen dachte ich mir so, nee, das kann nicht sein. Und bei dem Tenglu oder wie das Ding hieß, da wusste ich halt nicht ganz genau, was das ist. Ja. Au. Ist ein Vogel. Ist ein Vogelfabelwesen. Aber es ist jetzt noch nichts verloren, weil Kamera auch richtig gut. Genau, weil auch jetzt schon verloren. Null Punkte für alle. Oh, ja, wenn du jetzt sind so gut. Der hat einfach 4 Punkte, Alter. Ich würde weitermachen mit der zweiten Frage. Jo! Ja. Also gut, Fantasy 2. Wie schaffte Odysseus es, an den Sirenen vorbeizukommen? Das kann ich leider sehen. Option 1, er hat sich mit Seilen an das Schiff binden lassen. Option 2, Odysseus sang so laut, dass er und seine Männer den Gesang der Sirenen nicht mehr hören konnten. Option 3, er befahl seinen Männern, ihm in hohen Pitzen Wolle in die Ohren zu stopfen, sodass er nicht mehr hören konnte. Option 4, er und seine Mannschaft versiegelten ihre Ohren mit Wachs. Oh Gott. Hi, Janis, und immer erst die Antworten, nachdem wir geantwortet haben. Aber ich hatte meine eh schon. Ich hatte tatsächlich dasselbe, was du geschrieben hast. B. B. B ist? Odysseus sang so laut, dass er und seine Männer den Gesang der Sirenen nicht mehr hören konnten. Aha. Warte. Erstmal aufschreiben. So, als nächstes wäre Midna dran. Ach, fuck. Wollen wir jetzt nochmal die Möglichkeit, das war mit dem laut singen, dann war es mit dem Wachs irgendwas? Also, Option 1 ist, er hat sich mit Seilen an das Schiff binden lassen. Option 2 ist, er sang so laut, dass seine Männer den Gesang der Sirenen nicht mehr hören konnten. Ich falsch schon gelaufen. Option 3 ist, er befahl seinen Männern, ihm in Honig getränkte Wolle in die Ohren zu stopfen, sodass er nicht mehr hören konnte. Option 4, er und seine Mannschaft versiegelten ihre Ohren mit Wachs. Okay, ich hab zwei Dinge, wo ich überlege. Das ist die Frage, ob ich jetzt das Risiko eingehe oder ob ich das Risiko nicht eingehe. Eigentlich soll man nicht so lange drüber nachdenken. Ich gehe mit 10 mit. Also C war das mit dem Max, mit dem Honig. Ja, in Honig getränkte Wolle. Ja, genau. Okay. Ein Gruß von dem Janis an alle. Okay, bin ich also jetzt dran oder? Nee, doch, jetzt ist doch erst Max dran, oder? Entschuldigung, mein Fehler. Sowieso, glaube ich, ganz gut, weil wenn du die Antwort weißt, dann. Ich weiß es nicht, aber ich hätte das genommen, was mir im Chat geschrieben worden ist. Deswegen, ich hätte sowieso, wenn ich mich richtig erinnere, mal die Geschichte gehört, von wegen ans Boot gebunden. Aber jetzt, wo ich das höre mit diesem. Wachs in die Ohren, kommt es mir auch bekannt vor, aber ich sag ans Boot gebunden. Kurze Sache. Vielen Dank an Estella64. Vielen Dank für dein Follower. Jayes möchte genannt werden, nicht Janis. Entschuldigung. Ich sage immer gerne der Lord, das passt schon. So. Welche Antwort nimmst du?
Ich nehme Boot, Boot angebunden. Boot angebunden? Ja. Immer, ja. Was hast du? Ja, tatsächlich, ich habe das. Es war wieder dieses halbe. Andersrum, bei den Basilisken war ich mir genauso sicher wie jetzt hier. Also, aber ich habe das mal gehört, dass es hieß so von wegen, dass die wichtigsten Leute am Boot selber angebunden worden sind. Dass die unwichtigen Leute sozusagen dadurch dann alle im Endeffekt den Sirenen verfallen sind, aber den wichtigen Leuten eben dadurch gerettet worden sind. Deswegen ist es, glaube ich, angebunden. Okay. What the fuck? Also, ich löse dann mal auf. Ja. Ich finde deine Erklärung zwar ganz toll, mit dem die wichtigsten Leute haben sich anbinden lassen und die anderen haben sie einfach über Bord gehen lassen. Das war allerdings nicht der Fall. Schade. Ich dachte mir schon, das kann irgendwie so, warum manche Leute opfern, so ja gut, dann halt scheiße auf das Boot halt so. Irgendwie so, ich hab den Film nicht gesehen. Also, Story lief wie folgt ab. Sie haben da müsst ihr aufpassen. Und die Gegenmaßnahme war, dass sich seine komplette Mannschaft die Uhren mit Wachs versiegelt hat. Nein! Aber... Und das ist selber? Selber war so neugierig, wie dieser Sirenengesang klingt, dass er das nicht machen wollte und stattdessen gebeten hat, dass sie ihn am Mast festbinden. Das sind keine große Scheiße. Sauber. Ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass es hieß, dass alle wichtigen irgendwie. Aber gut. Ja, Punkt, ist mir egal wie. Er war der einzige Wichtige. Du hast sozusagen mit Nachricht gehabt, oder? Nein. Nein, ich habe nur einen Honig genommen. Ah. Max und Immerhin haben beide 3 Punkte bekommen. Ja, okay. Sehr schön. So, als nächstes würde ich mit der Kategorie Sterne und Galaxien weitermachen. Ach, es gibt da 2 Fragen pro Dings. Okay. Ja, es gibt 2 Fragen pro Kategorie. Ach, scheiße, bin ich echt unter Druck. Also, Midna darf da zuerst, danach... Ach, ich bin jetzt echt unter Druck, scheiße. Dann ist immer dran und als letztes ist Chloe dran. Also, ich fange ab. Jo. Ja. Sterne 1. Welcher ist der hellste Stern am Nachthimmel? Der was am Nachthimmel? Der hellste. Ja. Der hellste Stern am Nachthimmel. Ich. Option 1. Alpha Centauri. 2. Arctur. 3. Antares. Oder 4. Sirius. Weg. Ach du je. Okay, cool. Ich sehe schon, ich kann die Kategorie ja nicht mehr gewinnen, weil... ich sehe ja nicht mehr Sterne am Himmel nachts, also von denen. ja, nee, weißt du was, dann gehe ich jetzt einfach mit C. So, ich habe keine Ahnung, was C war, aber ich nehme mit C. Mit C. C ist Antares. Ja. Okay, als nächstes ist Max dran. Ich sag E, der Polarstern. Oh, ja, den hätte ich nämlich genommen. Welche gab's denn? Alpha Centauri, Arctur, Antares, Sirius. Arctur? Arctur, ja. Klingt so ein bisschen wie Antarktis, Polarstern. Keine Ahnung, nimm das. Okay. Ich schließe mich ich bin dran, ne? Ja. Ich schließe mich dem Max an. Genau aus dem Grund. Max, wir haben, warum auch immer, genau aus dem Grund hätte ich das genommen, weil ich gedacht hatte, okay, das ist selber Name, joa, passt schon. Flui? Ich nehme Alpha Centauri. Gut. Also, der Gedankengang bei Arctur gefällt mir immer am besten, weil es klingt nach Arktis und dann sind alle so, oh, Polarstern. Also, als allererstes ist Arctur nicht der Polarstern. Und selbst wenn Arctur der Polarstern wäre, wäre das falsch, weil der Polarstern nicht der hellste Stern am Nachthimmel ist.
Ja. Der hellste Stern am Nachthimmel ist nämlich Sirius. Das hat Jay ist gerade geschrieben, ja. danke, dass du es genau so machst, wie ich gesagt habe. Später, als wir geantwortet haben. Fantastisch. Ja, er war da wahrscheinlich sicher. Ja, das hat leider keiner von euch ausgewählt. Deshalb kriegt ihr alle keine Punkte. Ja. Siehst du, ich hab dir gesagt, Lord, komm her, mach mit, gewinn das Quiz. Aber nein, du willst ja nicht. Scheiße, man kennt mich mit dem Thema null aus. Man ist jetzt eh nicht geholt, mein zweites Spiel ist Alpha Centauri gewesen, also. Alpha Centauri ist halt, glaube ich, nicht mal ein spezifischer Stern. Ich glaube, das ist eine Konstellation aus dreien. Weißt du, was in meinem Namen bekannt vorkam, so? Ja, ist auch sehr bekannt. Ich weiß halt nicht woher, aber ich kenne den Namen. Mir kam halt der Name auch bekannt vor, deswegen dachte ich so. Nee, so mein Jubel! Auf dich habe ich gewartet! Gottes Willen! Und bei Sirius, es gab doch auch von Harry Potter so einen Charakter namens Sirius Black, der war doch auch nicht sehr hell oder so. Der war doch eher. Er so ein bisschen dunkel, er so böse. Ja. Deswegen ist Sirius so gegen Wolf oder so. Warte. Ich hab keine Ahnung. Ja, Sirius ist, ist ein Stern aus der Konstellation des Hundes. Ja, schön. Ja. Spoiler. Jace sagt, er schreibt, das wäre unfair uns gegenüber, wenn er mitmachen würde. Achso, ja. Achso, okay. Er schreibt auch, Sirius war nicht böse. Kann mal einer der Flui schlagen? Ich wollte gerade sagen, ich kenne Harry Potter nicht. Weiß man, dass da ein Charakter namens. Aber haben wir auch von Basilisten gesehen.